Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, wenn ihr die Folge seht, bin ich aktuell wieder auf der Arbeit und muss das Ganze im Voraus aufnehmen. Bei mir ist aktuell Mittwoch, 19.15 Uhr und ich habe heute eine Kleinigkeit mit euch vor. Und zwar werden wir im Drohnenmodus einmal so schauen, was die anderen Spieler so treiben. Einfach mal so aus Spaß und dann gehen wir noch eine kleine Runde looten und ein bisschen basteln, ne? Denke ich einfach mal so. Danke wollte ich noch sagen an den lieben Marc für 5 Euro. Dankeschön dafür. Danke für die super Videos. Freue mich auf den Stream. Ja, mal gucken, wo wir das Freitag hinbekommen. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. So, jetzt ist mir aufgefallen, dass auf Steffis Stiefel Bienchen drauf sind. Auch wie süß. So, gut, genug davon. Top-Kommentar des Tages holen wir wieder nach, weil, wie gesagt, ich muss ja im Voraus aufnehmen. Und ja, um in den Drohnenmodus zu wechseln, muss ich natürlich STRG und D drücken und drücke auf Fortsetzen. Bam. Und dann befinden wir uns im Drohnenmodus. Das ist natürlich der Admin-Modus und da kann man ein bisschen Unheil anstiften. Macht aber nichts. Wir werden vielleicht ein paar kleine Experimente treiben, aber ja, heute mal was anderes als sonst, ne? Upp, da bin ich. Bei mir zu Hause, nicht als Steffi, keine schicke Leggings, nein. Und wir sind eine Drohne. Wir dürfen, wenn wir wollen, auch über die Mauer fliegen. Die sieht scheiße aus hier. Kaum Texturen. Wir dürfen aber auch ein vernünftiges Bild machen und uns unsichtbar stellen. Wir sind absolut nicht zu sehen. In Wirklichkeit sind wir eine goldene Drohne. Und ja, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und dachte mir, das machen wir heute mal, bevor wir ganz normal mit unserer hübschen Steffi unterwegs sind. So sieht die Welt außerdem hinter der Mauer aus, ne? Also nicht wirklich schön. Nein, überhaupt nicht. Pfui Spinne. So, wir könnten mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, mittlerweile früher war das nicht so schnell, wo wir das Dröhnchen zum ersten Mal benutzen durften. Ja, hier langfliegen. Sorry, Schnupfennase ist immer noch aktiv. Ja, und könnten uns dann einfach durch die Welt bewegen und einfach Dinge erkunden und einfach schön rumfliegen. Ist aber langweilig, muss ich zugeben. Wir können aber mit der Plus-Taste und mit der Minus-Taste, nein, gar nicht, mit Bild auf und Bild ab, uns zu Spielern teleportieren. Wie zum Beispiel zum kleinen Stern. Und der weiß jetzt gar nicht, dass wir da sind. Der hat keine Ahnung. Und wir können ihn heimlich beobachten. Er darf uns nur nicht einschließen. Das ist also der kleine... Oh, kleiner Stern. Seine Wohnung sieht schön aus. Wir können natürlich nicht in seine Kisten gucken. Wow, das ist eine Menge. Merkt die gar nicht. Und ja, sie macht ihren Haushalt, würde ich jetzt sagen, ne? Aber bei dir steht wenigstens, dass das dein Besitz ist. Bei mir steht immer unbekannter Besitzer. Ah, sie rüstet sich für den Krieg aus, der kleine Stern. Aber keine hübsche. Boah, die ist aber dreckig, die Hose. Also, die könnten wir ja mal putzen, ne? Modisch könnte ich sagen, dass Steffi vielleicht ihr Vorbild ist, ne? Gut, ja, und auch die Einrichtung. Okay, mehr kann man ja eh nicht machen. So, das war die Bude von kleiner Stern. Interessant. Ich hoffe, das stört euch nicht so dolle. Bild auf. Und wir befinden uns bei dem nächsten Spieler. Das ist Dark Shadow. Wow. Alter. Versucht das gar nicht hier einzubrechen. Er ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der hier ist. Wie im Flipperball. Auch eine große Hütte. Da habe ich gar keinen Eingang. Das ist ja irre. Oh, brav die Tür verschlossen, ne? Aber diese Buden haben echt keine Fenster, ne? Gehen wir zum nächsten. So viele sind nicht online, keine Sorge. Der sieht schon interessanter aus. Ah, wir sind in einer Polizeistation. Und der Nappi und der Predator sind gerade fleißig am Looten, wie man sieht. Nee, der Nappi ist da hinten. Und der Predator weiß wahrscheinlich gar nicht, dass der Nappi da ist. Das könnte interessant werden. Also sieht man also aus, wenn man lootet. Ne? Also der hat keinen blassen Schimmer, dass ich da bin. Wenn ich jetzt einmal auf die Taste H drücke, nee, gar nicht, das ist glaube ich das Bild oder X, keine Ahnung, dann mache ich mich sichtbar. Dann weiß er, dass ich da bin. So. Schauen wir doch mal, was ist mit Nappi? Ich komme leider durch Fenster nicht durch. Ich kann aber Türen öffnen. Wir könnten damit mal einen Schrecken machen. Guck mal. Das hat er gar nicht geschnallt. Aber looten kann man natürlich als Drohne nicht. Wir sind voll der Poltergeist. Er geht einfach durch.
Na, das ist ja ein sehr furchtloser Mensch, ne? Gucken wir mal hier. Okay, Nappi war da hinten. Die gehen sich aus Versehen aus dem Weg. Sehr interessant. Will der jetzt hier rein? Warte mal, mache ich die Tür auf. Oh, er hat einen Zombie auf dem Kika. Das ist mal eine sehr angenehme Ansicht, so als Drohne, ne, muss man sagen. Ist ja von mir vorgelaufen. Auch nicht sehr, sehr, sehr ängstlich, ne? Er läuft einfach nur rum und ballert. Aber eine schöne Ansicht auf jeden Fall. Und lootet fleißig. Jetzt geht er zum Auto, lootet das. Und man hört sogar, wie den Loot aufnimmt. Sehr cool. Und von dem er überhaupt nichts weiß, ist der Nappi, der scheinbar zu Hause einfach nur rumlümmelt. Okay, der hört den wahrscheinlich ballern, aber macht sich da keinen Kopf. Der sitzt einfach nur hier rum. So. Was macht er jetzt? Ich bin einfach nur, ich bin ein Spanner. Da ist noch ein Zombie. Der hat ihn jetzt gehört. Wow, das sind ja Maszeen. Die sieht man so nicht alle Tage, ne? Gut, Predator ist fleißig am Looten und zwar in Timmytown. Deswegen interessiert das den Nappi auch nicht. Gut, hört auf. Wir befinden uns jetzt bestimmt bei Nappi, denke ich mal. Predator sehe ich schon. Okay, wir sind auf jeden Fall in der Hütte von Nappi. Nee, sind wir nicht. Wo ist denn Nappi? Ist er im Boden? Hä? Das ist ja gruselig. Na, wir dürfen ja Türen aufmachen und zumachen als Drohne, das ist neu. Ich glaube, der ist tatsächlich im Boden. Onaniert er? Nein, Quatsch. Der ist hier drin. Er ist nicht im tiefen Boden gefallen. Guck mal, da ist er durchs Fenster. Er ist im Klo. Aber das ist ein komisches Geräusch. Wir machen die Tür nicht lautlos auf, nein. Oh. Ich glaube, Nappi hat einen neurologischen Defizit, ne? Also, da stimmt was ganz derbe, nicht? Tür ist wieder zu. Okay, dann flitzen wir aber weiter. Und schau mal, wow, was passiert hier? Hier hat sich einer eine krasse Basis gebaut. Mexel 28. Wow, ihr baut euch ein ganzes Haus dicht hier. Wow. Da können wir beim Poltergeist spielen. Jetzt guckt er. Ich bin Spielkind, zwei Bier getrunken, sorry. Ich glaube, die denken auch schon, ah, ein Admin ist wieder hier. Oder er hat Albträume heute Nacht. Er hat es zugemacht. Oh, er ist fertig mit der Welt. Er muss sich ausruhen. Warum auch immer hier jetzt eine Rauchgranate liegt. Okay, so sieht das aus, wenn man auf dem Mann liegt. Ne, das will ich gar nicht wissen. Okay, ich mach wieder zu, Nappi, ne? Ne, war nicht Nappi. Was denn? Maxel? Okay. So. Ich will gar nicht so viel von ihrem Base zeigen. Was macht denn er denn da hinten? Er guckt sich einen Baum an. Hallo Baum. Aber ich glaube, der war eher da drin unterwegs. Kann das sein? Okay, lass mal schauen. Welcher Bunker ist denn das? Ach, mein Lieblingsbunker. Hä, der zwei Eingänge? Ich komme immer von hier, nie von da. Wie? Wie? Was ist das für ein Eingang?
Die Tür auf. Warte, nee, da muss ich mal gucken gehen. Bin niemals hier rausgekommen, noch nie. Kann ja nicht looten. Außerdem kann mir der Kumpi hier auch nichts. Außer mich wegdrücken, glaube ich. So. Und dann befinden wir uns mal in einem Bunker. Was ist denn das hier für eine Anlage? Ich bin noch nie aus der Tür rausgekommen. Das sehe ich zum ersten Mal, dass diese Bunker-Eingang hier tatsächlich zwei... Nö, der ist miteinander verbunden. Exit? Steht auch an jeder Faktur dran, ne? Das hätte mich aber mega verwirrt, muss ich zugeben. Hier ist zu. Das ist ja zusammen. Ich bin mir fast sicher, der gehört zusammen. Ach, ich bin noch nie zufälligerweise da am Ausgang gewesen? Das ist ja ein Ding. Müsste da jetzt um die Ecke gehen? Oh, der Kai bewegt sich. Kai's leer. Ich darf auch nicht durch Wände fliegen als Drohne. Jetzt bitte warten. Und du bist wieder hier im Raum, okay. Aber mit Sicherheit gehören die zusammen, also diese beiden Ausgänge. Mal gucken, ob der die Mechs überlebt. So. Oder will er überhaupt gar nicht rein? Also ihr seht's, ne? Also ich bin ja nicht blöd. Eingang Bunker, Eingang Bunker. Da gehen wir immer rein. Und da könnten wir, hätten wir mal rauskommen können. Oder ich habe das einfach nie geschnallt. Komisch. Ne, er will gar nicht im Bunker. Vielleicht ist er schon fertig. Auch ein Blitzebogen-Fan. Sind wir jetzt ja auch geworden. Ganz frisch. Nee, nie im Leben. Wie geil ist das denn für eine Aufnahme? Geil. Das macht ja richtig Laune mal. Ist es heute nur eine Ausnahme? Sorry dafür. Und der war geräuschlos, sodass der Spieler, der hier in der Basis gerade noch zu Hause war, der nicht mehr da ist. Wie krass das ist, ne? Das Dach mit Loot. Sehr sicher, sehr sicher. Er hat sich seine Pfeile wieder geholt. Macht sich auf den Weg, wohin auch immer. Bild auf. So, der nächste. Oh, kleine Stern wieder. So viele sind nicht online. Jetzt hatte ich gerade einen Bär. Machen wir mal hier. Ist ja mein Nachbar. Also kriegst du richtig schöne Bilder für Scum hin, ey. Echt super. Könnte man ja fast als Steffi betiteln. Außer wenn der kleine Stern nicht drüber stehen würde. Und ja, das war mal ein kleiner Exkurs, ne? Wie gesagt, die anderen sind ja hier fleißig am Bauen. Das ist Dark Shadow, den haben wir noch gar nicht gesehen gehabt, ne? Muss doch die Türen zumachen. Ich versuche die immer wieder zuzumachen. Warum sind wir hier noch mal am kleinen Stern gewesen? Ja. Destroy, nee, das will ich nicht. Er wundert sich wahrscheinlich ein bisschen. Ich würde sehr gerne hören, was sie sagen.
Aber ich glaube, die gehen da schon von aus, dass das eine Drohne ist. Hier, warte. Jetzt haben wir uns erkannt. Verdammt. So, wo befinden wir uns jetzt? Sir Robert 1 ab K und Predator wieder. Oh, Predator ist auf seiner Reise wieder in Timiton angekommen. Oh, er steht einfach nur hier rum. Hat auch alle Zeit der Welt, ne? Läuft einfach nur ganz gemütlich rum. Und er ist bei sich auf dem Dach. Und holt sich Zombies. Okay, der Bogen, der ist aber jetzt mittlerweile sehr beliebt, ne? Hä? Achso, die schießen da hinten. Der Sound vom Ballern kommt mir nicht so rüber. Nappi? Also ihr habt scheinbar alle dieselben Hobbys. Also wir sind alle in Timmy-Town. Oh, namenlos. Wer ist das? Roy Betty. Viele Leute sind online. Hallo? Wo will Roy Betty hin? Ich lasse die Karte zu. Wir können genauso schnell fliegen, wie er läuft. Eine sehr ordentliche Ausrüstung. Also, hier steht schon mal ein Auto und hier steht schon mal ein Quad da hinten. Aber hier ist auch gar nichts geschützt. Und ich sehe nur einen Spieler. Interessant. Was treibt er? Bin sofort wieder da. Aber wieso steht denn da ein Quad? Und wo sind wir hier zum Geier? Die Schnupfnase schlägt wieder zu. Wir haben gerade Nasenspringer, extra vor der Folge. Das Auto ist ein Lager. Okay, wir wollen nicht gucken, wo er ist, deswegen weg. Der Bug ist immer noch. Das sieht aus. Er muss sich einmal bewegen. Okay, ich glaube, jetzt bewegen wir uns im Kreis. Leck, leck, leck. Lara? Wer ist Lara? Bin ein wenig verliebt. Liebe diesen Namen. Bastelt gerade. Mit zwei Schaufeln auf dem Rücken. Und da sagt man, die Leute haben nichts zu tun hier, ne? Guck dir das an. Das sind diese Leinsäcke, ne? Da baut sie große Säcke raus oder so. So ganz alleine für sich. Wie süß. Hat einen kleinen Tremor, das heißt zittern in den Beine. Aber egal. Okay, können wir noch mal ein bisschen Unsinn. Ich will gerne noch ein bisschen Unsinn machen. Nightjoker, oh. Ein bisschen Pisacken. Na, er baut sich gerade was zu. Er kommt nicht durch, wenn ich hier im Weg bin, wa? Warte mal. Mal gucken, kommt er durch? Und jetzt geh ich weg. Er ahnt schon. Ja, genau an derselben Stelle. Der gute Morscher. Hm. Ich kann nicht schreiben, leider. Ja, warum habe ich jetzt einen Mauszeiger? Ich kann nichts mehr machen, ich habe einen Mauszeiger. Das ist noch, ob was? Noch eine Drohne, die beobachtet.
Boah. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Mauszeiger habe. Kann ich so machen, Mann. Scheiße. Jetzt. Nee, doch nicht. Was Monitor rausklicken? Auf Scam klicken? Irgendein doofer Bug jetzt. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe nur noch meine Maus. Gut, da müssen wir leider einmal beenden. Task Manager. Und müssen leider Scam brutal beenden. Task beenden. Und ihr habt einen schwarzen Bildschirm. So, gut. Da haben wir mal so einen kleinen Exkurs gemacht, was die Leute so treiben. Ein bisschen Poltergeist gespielt. Ist ja ganz lustig. Was seht ihr, sind alle eifrig und fleißig. Einen Kampf hätte ich gerne gesehen, ehrlich gesagt, aber natürlich muss man da zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Keine Frage. So, ich habe es schon wieder gestartet, dauert immer eine Weile. Meine Festplatten sind so voll. Habe ich schon gesagt, Dankeschön an den lieben Spender. Das war, der letzte war der gute, bitte warten, Mark hieß er, weiß ich. Habe ich schon gesagt, glaube ich, ne? Der liebe Mark. So. Jetzt sind wir keine Drohne mehr. Wir kommen als Steffi auf den Planeten. Und abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Also ich habe mit Absicht keine Maps, also nicht gezeigt, wo auf die Map die sind oder sowas, ne, damit ihr nicht irgendwie auf die Idee kommt. So, Warning, Scam ist ein Early Access Game. Mal gucken, wie lange das ein Early Access Game wird. Auf jeden Fall kommt Freitag ein Patch, denn heute, wenn ihr die Folge seht, kann ich leider nicht dran teilnehmen. Gibt es einen Stresstest für den nächsten Patch, wenn da alles klappt. Du musst kacken, okay. Wenn da alles klappt, dann wird es auch einen weiteren Patch geben. So, fangt die Folge heute nicht mit Scheißen an. Nein, wir sind ja rumgeflogen. Kann man ja auch mal machen. Ist ja auch mal lustig, die anderen zu beobachten. Außerdem kriegt man verdammt geile Bilder für YouTube, ne? Also das kann man schön Standbilder machen. Guckt euch doch mal die Bienchen an den Schuhen an. Ist das nicht süß? Wie die Wurst da rauskommt. Oh! Ist das eklig. Gott, wir sind ja in ihr drin. So, ja, diese Scheißkackerei. Ich weiß gar nicht, warum die nicht komplett ausgeschissen ist immer. Das ist total dumm. Jetzt hat sie 63. Wir müssen rein technisch 15 mal hintereinander kacken, damit sie ausgekackt ist. So, hier soll die Flare Gun drin sein. Ich hab's gelesen in den Kommentaren. Ja, hier ist sie drin. So, den muss ich essen. Ich kann ihn auch direkt raus essen, ich weiß. So. Und ich hab deinen Kommentar gelesen. Holzpfeile zerbrechen nicht mehr. Ich hab's ja gelesen. So, mal aufpassen. Nicht, dass ihr gleich kotzt. Ich glaube, dreimal hintereinander eine Sache essen ist nicht so gesund. Aber wir brauchen Vitamin D. Und Vitamin D kriegen wir durch diesen Pilz. So, mal schauen. Was haben wir noch in der Tasche? Wir versuchen noch einen davon wegzukauen. Ab in unseren supergeilen pinken Stiefeln. Und ich würde doch sagen, dass wir einen Pferdekopf brauchen. Der ist fast notwendig. Und ich weiß nicht, wie ich sonst an ein Pferd kommen soll. Ich habe ja nicht mal gerade im Flugmodus ein Pferd gefunden. Pferde finden ist gar nicht mal so einfach. Ach, Rache, ne? Jetzt wäre es zugegangen. Was wollte ich denn jetzt wegpacken? Ich habe es vergessen. Das Scope. So, das Scope kann weg. Wir haben eine Pistole. Halt mal. Ich habe den Rucksack. Habe ich den jetzt? Oh, nee, ne? Ich habe den noch getauscht. Und dann habe ich den nicht mehr umgetauscht. Ich ahne gerade was, dass ich gerade meine einzige, boah, für gefundene Pistole verbummelt habe. Mit Schalldämpfer, die wir direkt... Und habe ich die ausgetauscht einfach nur. War ich so schlau. Schwarzer Rucksack. Schwarzer Rucksack. Nein, ich habe ihn nicht ausgetauscht. Ich war tatsächlich nicht so helle. Ja, wunderbar. Dann habe ich meinen Rucksack verbummelt. Sehr gut gemacht, Tim. Was wir bauen könnten, wären Bogenspitzen, Pfeile. Wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen Bogenfan geworden die letzten Tage. Und der beste selbstgebaute Bogen ist der mit den Metal Arrow Tips, ne? Also die man selber bauen kann. Natürlich braucht man dafür auch eine Menge Federn. Die sind eher schwer zu bekommen, aber dafür haben wir eine Schrotflinte mit viel Schrotmunition. Und können dann dementsprechend was sammeln.
Opa, der macht Ramazamba. Da weiß ich ganz genau, dass ich gerade als Drohne unterwegs war. Der alte Halunke. Da! Hase! Ein Hase! Da ist ein Hase! Seht ihr den da? Wo muss ich denn hinzielen? Ich hab einen Hase! Hat der Opa ihn gezaubert, wetten? Aber da gibt ja keinen Hasenkopf. Gedärm? Oh, gehäutetes Kaninchen. Aufnehmen. Aber einen Hasenkopf gibt's nicht, ne? Also das habe ich auch noch nie in irgendeiner Wohnung gesehen. Nee. Rechtes Kaninchen Vorderstück? Mein Gott. Linkes Kaninchen Rückenstück? Okay. Danke, Opa, wo auch immer du bist. Danke, Opa, für den Hasen. So. Jetzt zaubern wir aber kein Pferd hin. Ich will ein Pferd selber finden. Und Ziege. Ziege ist auch noch wichtig. Und ich werde zu einer Position fahren, wo ich auf jeden Fall des Öfteren oder fast sogar eigentlich immer eine Ziege gefunden habe. Das ist das Militärlager. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Strecke weg. Eine ganz schöne Strecke weg. Reparaturkästen haben wir genug dabei. Lass ich mich nicht von nix ablenken hier. Außer von Bäumen. Oh, das ist schon von der Steuerung. Eine Katastrophe. So. Mal schauen. Ich hoffe, es passiert nichts auf dem Weg. Müssen wir mal ein paar solche Metallspitzen bauen. Wäre ganz cool heute. Also man... Ihr seht ja, die Leute sind alle beschäftigt. Die gehen alle ihr Tagwerk nach. Ganz bequem und ganz gemütlich. Das... Manchmal wird sich halt bekriegt. Manchmal nicht. Aber heute waren sie irgendwie alle lieb. Aber wir haben ein paar geile Aufnahmen gehabt von den Zombie-Killer mit dem Bogen. Der war gut. Der hat mir gefallen. Oh, wie weit man die Satellitenschüssel da oben sehen kann. Über. So, gut. Speed. Umso weiter man wegfährt, desto länger dauert immer die Rückwege. Das ist die Scheiße an den Videos. Also ich will immer so gut eine Stunde Video machen, ne? Das ist so mein Ziel. Der eine findet zu lang, der eine findet zu kurz. Also es ist wirklich eine Krux. Du kommst da nie, du kommst nie in die richtigen Länge rein. Ne? Also die echte Länge für YouTuber ab 1 Million Abonnenten sind 10 Minuten, 5-mal Werbung und das war's. Ne? Aber das findet ihr bei mir nicht und das wird auch so nicht passieren. Ein Werbespot, weil ich im Netzwerk bin. Die wollen natürlich was ein bisschen verdienen an den Videos. Und ich will natürlich auch ein paar Cent dran verdienen, wenn sie nicht geclaimt werden von irgendwem. Und dementsprechend gibt es bei mir tatsächlich eigentlich für immer und ewig nur einen blöden Werbespot. Ich könnte richtig gut verdienen mit YouTube tatsächlich mittlerweile, wenn ich da 4-5 Mal Werbung reinhaue. Aber ich will niemanden unzufrieden machen. Und das ist mein Problem an der Sache. Und ich selber persönlich hasse Werbung wie die Pest. Bäh, hasse ich die. Auch wenn es nur ein doofer Spot hier ist, ne? Aber ich hasse Werbung einfach. Und will einfach nicht so werden wie die anderen. Nein. Ich sehe es nicht ein. Boah, ist das eine freie Fläche. Vielleicht finden wir mal ein Pferd durch Zufall. Ich habe suche ja nur ein Ziel. Will ja nur zum Ziel. Weil wir fahren direkt auf dem Airfield zu. Das ist natürlich nicht der Plan. Also wenn wir heute einen Ziegenkopf kriegen, wäre ich schon fast zufrieden. Boah, lulele. Bremsen. So, aber eine Location. Ich weiß, dass da was ist. Das ist der See, das unbewachte Militärlager. Hinter Timmytown. Weit hinter Timmytown. Oh oh. Hä? Okay, keine Fragen. Steffi hat das gemacht. Und wir haben einen Hasen gesehen. Hasi. Ja, ist ein ganz schönes Eckchen bis dahin. Aber mit Kfz kein Problem. Wow. Wow. Oh, 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 das sah nicht gut aus. Oh, das sah sehr verkantet aus. So, wollt ihr öfter mal, dass ich eine Folge mache, wo ich einfach nur rumschwebe und gucke, was die Spieler so treiben? Oder findet ihr das scheiße, weil man sieht, was die Spieler machen? Also das kann ja auch sein. Dass der eine das nicht so schön findet, dass man eine Basis sieht von innen oder sowas.
Aber gerne können wir auch mal eine Folge machen, wo wir einfach nur rumfliegen und wenn der Server so richtig schön voll ist, vor allem wenn es Patches gab, mal schauen, was sie so treiben. Einfach mal so die Beobachterperspektive einnehmen. Gerne spiele ich aber lieber als Steffi, aber sowas ist natürlich schön. Dass man so splittet, dass man mal so ein 20, 30 Minuten als Drohne rumfliegt und den Rest machen wir als Peffi. Also ich fand's ganz cool, muss ich zugeben. Ich könnte auch Sachen hinschieben können. Wow, was war das? Den habe ich nicht mal ansatzweise gesehen. Naja gut, wir haben Werkzeug dabei. Querfeld ein, durch den Wald, da macht mir keiner was vor. So, nach dem Video wollte ich mal kurz im Discord gehen. Und ich habe den Plan. Es ist schwer. Es wird eine Herausforderung. Eine Rennstrecke mit diesen Steinkisten zu bauen. Wo wir 10 Runden so ungefähr fahren können und ja, einfach als Event mal wieder, weil wir schon so lange kein echtes Event mehr hatten. Bist du noch bei mir, Opa? Oh Gott, ich fahre das Auto gerade fest. Ich fahre es bombenfest gerade. Nee, Steffi, die kriegt das hin. Boah, das wäre sowas von festgefahren, ohne Witz. Weg hier. So. Die glauben alle, dass so Opa das war. Ich fliege ja nie als Drohne rum, mache ich ja total selten. Boah. Ich muss jetzt langsam aber vorsichtig sein. Müssen wir nach einem Pferd Ausschau halten. Ich habe das Gefühl, wir werden ein Pferd finden. Ich weiß nicht warum. Ich suche eine Ziege. Ich will eigentlich primär eine Ziege finden. Und genau deswegen werde ich ein Pferd finden. Kennt ihr das Problem? Gott, wo bin ich denn hier? So. Die kleinen Steine machen mir am meisten Sorgen hier. Oh, Straße, das tut gut. Sogar der richtige Weg, aber ich werde die... Ja, wir werden gerade ausfahren. Querfeld ein. Also Kommentar gelesen, wie gesagt, heute keine Top-Kommentare, weil die Folge ist ja im Voraus aufgenommen. Ach, diese Leitplanken, ne? Das sind echt Leitplanken. Guck mal, wie weit man da rumfahren muss jetzt. So. Dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, von mir überfahren zu werden, als von anderen Spielern erschossen zu werden, weil ich hier so wild rumfahre. Das sehe ich mittlerweile genauso, ja. Wollte ich gar nicht auf irgendeinem Berg fahren. Was passiert hier? Wir sind nach Timitau, ne? Weit ist es nicht weg. Wow. Boah, ich fand das sowas... Aber da muss man dem Spiel schon sagen, wow, das mit der Autophysik ist schon scheiße. Nein, das ist schon cool, dass dein Auto nicht so schnell festgefahren wird. Du kriegst das irgendwie immer wieder weg, ne? Wenn es dich sogar noch schieben kannst. Boah, ich steig mal aus und repariere. Sonst werde ich gleich wirklich explodieren. Blöd ist, dass ich meinen Rucksack echt vermasselt habe. Der ist weg. Warum hat sie immer dieses verfickte Küchenmesser? Oh, das ist auch bald im Arsch. Das haben wir von 100%, glaube ich, runtergearbeitet, ne? So, können wir schnell eine... Ihr wisst schon was machen? So, Auto repariert? Auto repariert, ne? Fast wie neu. Reparier all. Ja, sehe ich ja gerade. Wahrscheinlich schon so kaputt, dass es gar nicht mehr geht. Boah. Das geht gar nicht durch den Wald. Uah. Da findest du. Uah.
Nee, das geht gar nicht. Da wird mir schlecht. Da ist noch ein Eckchen. Hier ist die Burg. Für die Legends. Ui. Oh, 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 Scheiße. Das ist nicht gut. Aber es ist nicht so schlimm. Man kriegt überall die Karren raus mittlerweile. Ah, ich habe gesehen, Stein. Oh, 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 oh. Oh, oh. Komm nicht raus. Okay, da kenne ich einen Trick. Der Pilot. Pilotin am Werk. Verriegelt. Normalerweise steckt man dann aus der Beifahrertür aus, ne? Oh, Pipi-Problem, ey. Ich hab schon wieder. Mann, ich hab sogar schon ein Bild bekommen. Hallo, Auto. Na, machen wir erstmal eine Reparatur. Zur Not hau ich den Baum weg. Aber das wird Schieben schon lösen. Was? Er geht mir weiter im Baum. Wir können mal sehen, was die Steffi für Muckis hat. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich habe keine Axt, ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen schieben wir noch. Ich glaube, das hängt richtig ätzend da drin, ne? Quatsch. Okay, jetzt, ich halte nicht mehr aus, ich muss Pipi, ihr müsst euch jetzt 2 Sekunden den Baum angucken. Zutiefstes Bedauern für diese kurze Pipi-Pause, aber wow, da kamen gerade 10 Liter in der Sekunde raus. So, schieben. Es wird nichts, ich muss den Baum umhauen. So ein Mist. War ich denn so schlau und hab eine Axt im Auto gelassen? Natürlich nicht. So, Mann. Kleiner geht nicht, doch. Messer im Arsch noch. So. Auto renn ich weg. Jetzt habe ich keinen Busch hier oder was. Im Ernst. Du wisst, ich darf nicht weit von dem Auto weg, sonst verliere ich's. Ich hoffe, das geht, dass das Auto wirklich freikommt, wenn ich den Dings kaputt kriege. Oh, und das gibt so geile Survival-Punkte noch dazu. 112.000 haben wir schon, wow.
Quatsch mit Soße. Ich brauche keine langen Stöcker. Oh, 4% nur noch, das Küchenmesser. So, Handwerkseil. Da. Das sollte eigentlich lang, ne? Da müsste noch ein Stick liegen und dann haben wir unser Seil. Und das alles nur wegen dem doofen Ziegenkopf. Viel habe ich davon eigentlich schon gebaut. Lauf, Steffi! Wie die läuft. Hui. So, wir müssen mal was wegmachen hier, was den Baum, das Auto so ein bisschen stört. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, ohne Witz. Nicht, dass der Baum da irgendwie noch imaginär noch da ist. Aber in 30% wissen wir es. Ah, das sieht gut aus. Es funktioniert. Irre. Fahren. Nein. Nicht Carrie. Wir heißen doch Steffi. Das hebt sie den doofen. So. Auf geht's. Geschafft. Befreit. So, wir sind fast da. So, aufpassen, dass ich nicht wieder im Wasser fahre. Hey, mein Auto ist ja komplett repariert. Yeah. Da ist der Bach. Oh, Bacht. War hier schon immer so ein halber Baum drin? Das ist so ein Blitzeffekt. So, genau, wir müssen uns eigentlich nur hier lang halten. Alles gut. Boah, ein Hügel, ey. Soll der so sein? Mitten an der Basis? Schau mal, wie viele Basen sind denn hier auf dieser Map, ey? Echt irre. Schon ein Basen- und Säurehaushalt ist das ja schon irre. Einmal Hallo sagen. Hallo. Morgen. Hast du mal Glück gehabt, dass ich nicht offensichtlich überfahren habe. Ich fahre wie ein Irren die ganze Zeit. Das habe ich gesehen. Alter, hast du die... Was ist das für eine Waffe? MK18. Ach so. Oh ja, gut. Ich dachte, wäre die AK-15 oder welche ist die neue? Hallo? Nee. Wer seid ihr? Freddy. Ich habe euch beobachtet. Doch, ich war eine Drohne. Was denn hier los? Nix. Wo kommt ihr alle auf einmal her? Da. Ist das eure Key? Ein Sniper hatte ich noch im Target. Ne? Bitte? Ein Sniper hatte ich noch im Target. Okay, wie? Wo? Einer ist noch da. Ich höre ein Schwein, das ist wohl alles. Na gut, ich bin auf der Suche nach einer Ziege und ein Pferd. Also ich mache mich auf den Weg. Schön, euch mal getroffen zu haben. Auf der Wiese hier ist ein Hirsch. Hirsch habe ich schon. Hirsch heiß ich. Wie wärst du mit Rabe? Einen Meter vor dir? Wo? Ah, tatsächlich. Er hat's aber scheu, ne? Nicht erschrecken. Ah, das ist immer eine Explosion. Unglaublich. Gut, ich mache mich wieder auf den Weg. Lasst euch nicht ablenken von mir. Jo, euch auch. Ach, der Opa ist wieder hier. Alles klar, viel Spaß. Opa! Ich weiß, dass uns eine Ziege erwartet. Genau da, wo ich gerade hinfahre. Ich muss halt mal Hallo sagen. Kann ich nicht einfach vorbeifahren?
Also ist auch eine Glückssache, ne? Kann sein, dass er auf dich schießt. So, hier sind wir im Ziegenparadies, Leute. Oh. Ich habe hier immer eine Ziege gehabt. Ich habe hier immer eine Ziege gehabt. Naja, wir geben noch nicht auf. Wir looten erstmal. Damit wir auch was Produktives tun. Ja, die alle haben Angst vor ihr mit ihrem Buttermesser in der Hand. Hier wird halt verdammt gerne gelootet, weil hier keine Mechs gibt, ne? Und es gibt Militärloot, tatsächlich. Aber das habe ich, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Also du kannst hier relativ geile Sachen finden. Ja. Zum Beispiel einen großen Rucksack. Und ein neues Messer, was wir wahrscheinlich bald brauchen werden. Den Rucksack brauche ich nicht. Ich stehe auf die kleinen Rucksäcke, weil du bist unauffälliger mit kleinen Rucksäcken. Falls sich das mal einer fragt, warum der immer nur einen kleinen Rucksack trägt. Das liegt nicht daran, dass man damit Steffis Kiste besser sieht. Nein, er ist halt unauffälliger. Ne? Er hat viel Platz und ist unauffälliger. Das liegt nicht nur an Steffis Gesäß. Nehmen wir mal mit. Den habe ich auch bis jetzt selten gesehen, muss ich zugeben. Aber hier ist nicht ein Tier. Ich glaube, das liegt aber daran, dass hier schon gejagt wurde, ne? Hm. Oh, warte mal, das ist übrig, ne? Zack. Also eigentlich hier der Hügel, da wo ich gerade herkam, habe ich bis jetzt zu 99% immer eine Ziege gehabt. Natürlich mit dem Auto wieder so eine Sache, ne? Da rannte die wahrscheinlich vorher wieder weg. Das sind... Hier, guck euch das an. Das ist ein Zoo. Wir sind ein verfickter Zoo. Das ist ein Bambi. Vielleicht ist das ja wirklich ein Bambi. Mach Zoom da, nicht rumeiern. Halt, ich hab ein Auto. Warum soll ich denn hinterher laufen, wenn ich fahren kann? Ich glaube, Opa macht hier den Zoo, oder? Kann mich ja nicht verfolgen. Also er kann mich schon verfolgen. Bei Hunter the Call of the Wild habe ich immer Respekt, Tiere anzuschießen und dann nicht weiter zu jagen, weil ich die verletzt habe, aber... Aber Herr Fury hier fehlt definitiv in meiner Sammlung. Ob er hätte eine Ziege eben gezaubert? Er hat ja in der letzten Folge gehört, dass ich eine Ziege suche. Nein, das ist mir nicht nah genug. So ein riesen Pferdewirsing. An der Wand, der ist wirklich wichtig. Eigentlich wollte ich Ziege haben. Das ist, glaube ich, die langsamste Gangart, die geht. So, jetzt sind wir wirklich nah genug dran, oder? Oh, es tut mir so leid, Fury. Oh, der lebt aber noch. Scheiße, Alter. Fury geht ab wie Schmitz' Katze. Mein Auto ist 3000 Kilometer weit weg. Aber das habe ich auf jeden Fall voll in die Birne geschossen. Hinterher! Immer machen wir keinen großen Krach, ne?
Mit dem Bogenschießen. Ich habe auch gleich keinen Pfeil mehr. Aber ich brauche für Fury nur herlaufen. Das wird irgendwann verbluten. So schön die Pferde sind, ne? Pferde sind schon schöne Tiere. Die haben einen hässlichen Kopf, aber sonst sind sie sehr schöne Tiere. Wo wir gerade von Tiere sprechen. Oh komm, hast du mich schon wieder gehört? Nee. Ist es tot umgefallen? Ja, ne? Ich glaube, das ist gerade tot umgefallen. So aussieht wie, als ob es losrennt, aber ich glaube, es ist gerade verblutet. Oh, wie witzig. Das Pferd ist verblutet. Nein, ich mag Pferde. Armes Pferd. Das müsst ihr jetzt mit einem halb kaputten Buttermesser auseinandernehmen. Kinder, guckt weg. So, Herr Pferd. Dann haben wir doch unser Tagwerk geschafft für heute. So. Ich habe mein Pony und auf selber gejagt. Kopfauto, Kopfauto, Kopfauto. Ach, das. Zentimeter fehlt. Pferd ist nicht umsonst gestorben. Nein, niemals. Kriegen den Kadaver da rein? Nein. Wir sind ein paar Schenkel oder so, ja. So. Herrlich! Auf nach Hause. Habe ich einen Pferdekopf dabei? Habe ich. Sollen wir die Route nehmen? Die ganz normale? Ja, ne? Durch Timmytown durch. Naja, das ist nicht Timmytown. Das ist gefährlich Town. Halt jetzt mal Bar. Da zwei Bier plus eins innerhalb der Folge. Und schon lebt er riskant hier, der Timmy. Toll. Eine schwarze Cap. Oh. Warum liegt hier Munition auf dem Tisch? Das ist auch keine Bar, das ist ein Restaurant. Ein schönes, also ich würde hier essen gehen. Kein Scheiß. Ernsthaft? Da hat aber einer nicht auf mich geschossen, oder? Das war jetzt sowas von daneben dann. Irgendwer da, hat er mich gesehen und wusste, wer ich bin und hat daneben geschossen. Mit Absicht. Ich kenne die Pappenheimer hier. Ziege? Das wäre der Höhepunkt des Tages, noch eine Ziege zu finden. Ach, hier ist doof, dann fahre ich auf den See zu, auf den Bach zu. Kenne ich schon alles. Noch ein Pferd? Ernsthaft? Nee. Vor Ortos haben wir keine Angst, die kennen die noch nicht. Ach, die Fury-Birne wird schon unsere Bude schön schmücken. Komm auf die Straße. Ist ja noch eine Billion Kilometer bis nach Hause, ne? Wo ist denn hier die Scheißstraße da hinten? Vorsicht. So, auf geht's. Jetzt haben wir erstmal eine lange Gerade. Also man muss nie Langeweile haben im Scum. Ich habe so oft gelesen, ich überlege mir noch das Spiel zu kaufen. Aber wenn du dir so kleine Ziele selber setzt, wenn das Spiel dir es halt nicht gibt als Aufgabe, du dir alle Trophäen sammeln willst und sowas, ne?
dabei, die Gefahr, PvP zu erleben, ne? Wir haben das jetzt ja ziemlich locker gehabt, habt ihr gesehen. Der Server ist ja eigentlich relativ lieb. Kann natürlich auch passieren, dass sie pfff machen und ich bin tot, ne? Darf ich auch nicht schimpfen und nicht meckern? Ist halt so. Wenn ich so risikobewusst hier durch die Gegend latsch. Aber man findet immer irgendeine Aufgabe, was zu bauen, ne? Das ist geil. Das macht auch Spaß. Ich fahre mit Vollspeed durch die Midtown. Welche halt überfahre ich wenigstens den Kopf noch von dem Mensch, aber die haben alle Glück gehabt. Okay. Ah, Zombie. Okay. Das wär's ja noch, ne? Irgendein Typ überfahren. Sollen wir links oder rechts ran vorbei? Jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich mich für links entschieden. Boah, 100, über 150 km/h, ey. Bestimmt nicht gesund, da mit vom Baum zu fahren. Alter. Mach das mal eine Ego erst. Kriegst du nicht hin. Oder der eine oder andere besser vielleicht. Uhuhu. Ach. Ich will echt einen Traktor haben, ne? Was ich will, mein Traktor? Ich weiß, hat einer auf dem Server überhaupt einen Traktor? Ich habe jetzt noch nicht einen einzigen auf unserem Server gesehen. Keinen einzigen Traktor. Ohne Witz. Ist ja nicht das beliebteste Fahrzeug, glaube ich. Aber trotzdem bin ich voll auf dem Airport. Da wollte ich überhaupt nicht hin, Mann. Target engaged. Bam, tot. Headshot. Aber das ist auch eine schöne Strecke zum Fahren. Scheiße, Leitplanken. Nicht Leitplanken. Das ist ein doofes Gitter hier. Ja, damals ja auch ein Event gemacht. Das war ja unsere erste Rennstrecke. Und eigentlich dürfte nichts passieren. Das dürfen wir locker schaffen. Aber guck ich mal, wie riesig dieser verfickte Airport ist. So klein ist die Welt. Kommt gerade durch den Zaun. Was ein Ding, ey. Dabei sind gar nicht so viele Spieler online. 10, 20? Keine Ahnung. Wow, das ist alles voller Zaun. Ja, ich sag gleich sofort Nacht. Ist nicht mehr so lange. So. Ich verfolge ihn, ne? Kam gerade ein SUV um die Ecke, das ist ein Ding. Ein Pickup. Ne, Pickup ist das, ne? SUV ist das, was ich fahre. Werd nie klarkommen hier mit den Autos. So. Wir müssen nur noch einen Pferdekopf bauen. Dann macht die Steffi für 2 Tage wieder Bubu. Boah, ist das schnell. 150 durch den Wald, ey. Alter Witzker. Oh, 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 oh. Ruder. Oh, man wird immer besser in seinen Fahrkünsten. Und das sind nicht Skillpunkte, das sind Real-Life-Skillpunkte, die du sammelst. So. Hauptsache kein 16. Grabstein. Und ich muss immer noch den Friedhof wieder neu bauen. Komme ich einfach nicht zu. Kam heute allgemein nicht zu nix. Aua. Ach, es dampft wieder. Auf erst mit 150 im Wald, ne? Mit 30 brauchst du einen Unfall. Das ist so klar. So, das haben wir überstanden. Da lang. Das ist unübersehbar. Unser Fort, das ist schon sehr groß geworden. So, ich muss mich beeilen, muss man so nachts sagen. Er wartet auch so lange. Also wenn ich um 12 Uhr nachts angehe, bleibt er auch bis 12 Uhr wach. So sind Kinder. Er durfte außerdem heute Fortnite spielen. Der war nämlich in der Schule gut. Hausaufgaben nicht so lange gemacht. So, jetzt müssen wir den Pferdekopf da irgendwie reinkriegen. Zack. Pferdekopf im Auto. Wow, das ist ein richtiger Pferdekopf, Mann. Darf meine Frau echt nicht sehen. So, gut. Machst du einen großen Rucksack.
einen großen Rucksack, den ich gar nicht mehr habe. Das ist natürlich Fail. Dann muss ich mir den daher schleifen. Das kriegen wir hin. Ah, Fliege, hau ab, ey. Mir Fliege geht mir den ganzen Tag auf den Sack. Aber wisst ihr was? Ich kann diese Fliege nicht umnieten. Die klettert, die landet in meinem Gesicht am laufenden Band und sowas. Und irgendwann bist du richtig aggro deswegen. Jetzt krabbelt sie mal auf der Hand rum. Echt sehr pervers, was sie hier machen, ne? Mit dem Pferdekopf. So, das müsste schon passen. Fliege, ist aber gut jetzt. Mann, machst du das jetzt mit Absicht? Hörst du mich? Kannst du meine Sprache verstehen, Fliege? Mein Gott, nee, ey. Jetzt krabbelt sie mir die ganze Zeit auf der Hand rum. Wie kann man denn so wenig Angst vor Menschen haben als Insekt? Ich bin 9000 Mal größer als du. Die landet die ganze Zeit auf meiner Hand. Das ist doch mystisch. Echt, echt gruselig. So, Tür zu. Tür zu. Ich bin den ganzen Tag nicht zu Hause, wenn ihr die Folge seht. Zerlegen. Und der Pferdekopf, der kommt da natürlich zu. Und zwar jetzt. Handwerk. Ponymann! Oh, das arme. Das arme Ding. Boah, ist das groß. Ich kann es nicht bauen. Doch. Oh, der repariert gleich auf. Instant. Das Ponycop. Es wird nur noch Ziege, glaube ich. Eine Ziege und Reh. Dann haben wir hier alles an der Wand. Oh Gott. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Ich muss mich erstmal hinlegen. Ich bin total im Arsch. Meinen schönen pinken Stiefeln. Muss hier nicht Pipi? Dann haben wir doch... Warte mal, wir machen doch Pipi. Da sind wir nämlich das erste Mal seit 1000 Jahren unter 1000 Natrium. Genießt es. Nicht das. Ich meine das unter 1000 Natrium. Verdammt. Vom Ballaststoffe. Das habe ich nämlich die doofe Kiste da. Und tada! Bis zur nächsten Folge.